Frostgefahr in Paraguay. Kann das sein? Ein Land, wo Bananen stehen, Papayas, Mangos an den Bäumen und Frost, das passt doch nicht zusammen. Herzlich willkommen auf der Fruchtoase. Mein Name ist Marc. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und diesen Beitrag würde ich gerne mit euch etwas besprechen, was mich ziemlich gewundert hat, weil ich dachte gar nicht, dass es hier Frost gibt. Aber es ist tatsächlich so. In Paraguay kann es frieren. Wir reden hier zwar nur von wenigen Stunden, wo das der Fall ist, aber es besteht eine Frostgefahr. Deswegen spreche ich das Ganze jetzt an. A, weil ich es nicht wusste, ich war geschockt, als ich herkam. Und B, natürlich ganz klar die Sorge der Jungbäume und der Pflanzen, die dann nämlich sterben. Das heißt, wenn du einen jungen Mangobaum hast und den nicht schützt, kann der dir innerhalb von ein paar Stunden absterben. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Die Winterzeit in Paraguay ist von Juli bis August ungefähr. Also Juni, Juli, August, da wird es richtig, also kann es mal kalt werden. Heiß, tagsüber sind 20 Grad, die Sonne scheint und abends wird es schon mal manchmal 0 Grad, 1 Grad, 2 Grad. Und das reicht genauso aus, dass so ab 3, 4 Uhr in der Nacht kommt der Frost und ist dann morgens um 7 wieder weg. Und das reicht schon, wenn das dann auf die Blätter sich vom Mango beispielsweise setzt. Die Zitrusfrüchte sind ein bisschen resistenter. Aber gerade so tropische Früchte wie die Mango sterben dir dann ab. Schade, ne? Das ganze Jahr über wachsen sie, dann kommt kurz mal so eine kleine Stunde Frost und bupp, sind sie kaputt. Bisschen mehr Gefahr haben die Leute, die nah am Fluss sind, also in der Senke leben. Da ist es nochmal ein, zwei Grad kälter. Weshalb spreche ich das Ganze jetzt an? Und zwar geht es mir um einen wichtigen Lösungsansatz, und zwar den Lösungsansatz des Mikrokosmoses. Habe ich vom Kumpel erzählt bekommen. Grüße an der Stelle an Wälder. Der hat mir das nämlich erzählt, dass man sich einen Mikrokosmos bauen kann, dass dann einen kleinen Temperaturunterschied gibt. Dieser Temperaturunterschied reicht, um die Pflanzen zu schützen. Und in diesem Beitrag zeige ich euch, wie es funktioniert. Noch einen wichtigen Punkt, den würde ich gern sagen, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Frage kommt: Wie sieht es denn eigentlich dann in Paraguay aus mit durch den Winter kommen? Braucht man da einen Kamin oder geht das? Und da bin ich das beste Beispiel, weil ich lebe seit 4 Jahren ohne Feuer, ohne Heizquelle, ohne Wärmequelle. Und wie ihr seht, hier hinten mein Haus hat überall Löcher. Ja, also der Wind zieht durch, ich lebe eigentlich draußen. Von daher ganz klares Entwarnung, also man kann nicht erfrieren. Wichtig ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich mir hier aufgenommen habe: warm schlafen. Das ist der Schlüssel. Ich persönlich freue mich sogar auf diese Zeit. Ich mag das. Ich will raus, ganz bewusst aus dieser Komfortzone. Ich habe auch bewusst mich entschieden, keine Kamine in meinem neuen Haus einzubauen. Man muss dennoch sagen, sicherlich würde sich das 20 Tage im Jahr lohnen, auch vom Gemütlichkeitsfaktor, wer da Lust hat. Ne? Ist schon schön, vor so einem Kamin zu sitzen. Aber ich mag diese raue. Ich gebe mir dann auch immer so kalte Bucket Showers, kann ich jedem empfehlen. Kalten Eimer mit Wasser und über den Kopf. Erst kriegst du Kopfschmerzen, schreist rum, denkst du kippst um und danach ist dir warm. Oder auch durch einen Tau morgens laufen, barfuß, sticht erst. Aber danach bist du warm. Du bist den ganzen Tag dann. Das fühlt sich wirklich gut an, ja. Und ich bin eigentlich nicht so ein Freund von Kälte, aber hier ist es genau richtig, weil um 7, 8 kommt die Sonne wieder raus. Und dann wird es ja eh wieder warm. Also ich finde, der Winter ist eigentlich perfekt hier. Es hat ta tagsüber 20, 25 Grad und nachts wird es dann mal so maximal 0, 1 Grad, 2 Grad. Aber auch maximal immer nur so ein, zwei Tage und dann hast du wieder ein paar Nächte mit 10 Grad, 12 Grad. Es ist also nie eine lange Periode richtig kalt. Ich finde perfekt, muss ich wirklich sagen. Okay, gehen wir nochmal ein bisschen ins Detail bezüglich den Pflanzen, wie wir diesen Mikrokosmos bauen und die schützen. Wir machen eine kurze Theorie. Ich erkläre, was ich hier gezeichnet habe. Im Mittelpunkt befindet sich der Äquator, um den sich alles dreht, sozusagen. Das habe ich jetzt hier mal als Nullpunkt benannt. Um den Äquator drumherum gibt es die Tropen. In den Tropen ist niemals Frost. Wenn wir jetzt mal Deutschland als Beispiel nehmen, da kommt ja die Kälte aus dem Norden. Auf der anderen Seite vom Äquator, wo Paraguay liegt, kommt die Kälte aus dem Süden, also aus Argentinien. Wir sehen hier, Paraguay liegt zum Teil in den Tropen, das Chaco, da ist also nie Frost, aber ein größerer Teil liegt in den Subtropen und da kann es hier und da zu Frost kommen. Dieses Wissen brauchen wir, um jetzt unser Mikrokosmos zu bauen. Das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal an einem Beispiel von einem Baum.
Wir befinden uns also jetzt gedanklich in Paraguay und wollen einen Baum pflanzen, den ich mir hier hingesetzt habe. Dieser Baum soll jetzt geschützt werden von Frost. Wir wissen, in Paraguay kommt aus dem Süden die Kälte und vom Äquator die Sonne. Das heißt, wenn man hier, in welcher Form auch immer, das kann eine Hecke sein, das kann eine selbstgebaute Konstruktion sein, man sich einen Wall baut um diesen Baum, wo möglichst keine Luft durchkommt. Das heißt, dieser Innenbereich hier hat mehr oder weniger stehende Luft. Dann hast du hier einen Mikrokosmos erzeugt. Weil tagsüber, ne, die Sonne, die Wärme kommt hier rein, aber die Kälte nicht. Das heißt, hier in diesem Bereich wird sich ein anderes Klima entwickeln. Und das zeige ich euch jetzt nur mal im Praxisbeispiel einer Konstruktion, die ich gebaut habe für euch. Und ich zeige euch auch noch mal ein natürliches Beispiel. Hier jetzt schemenhaft angedeutet mal so ein Mikrokosmos. Also wir haben in dem Fall hier hinten haben wir Süden, also Argentinien. Von dort kommt die Kälte und vom Norden, also aus der anderen Richtung, vom Äquator, kommt die Wärme. Das heißt, wenn die Pflanze da drin steht, da ist dann unser Mikrokosmos, kommt tagsüber das Licht rein und es kann aufwärmen, das Stroh und das Holz und alles kann aufwärmen. Und nachts, wenn es kalt wird, kommt die Kälte von hier. Und ihr seht schon, ja, wir gehen mal näher ran. Natürlich auch sicherlich interessant hier für einen Huhn, wo es mal brüten kann. Hier drin stellst du dann, stuß du deine Pflanze rein und da hast du dann dein Mikrokosmos. Wie habe ich das gebaut? Einfach nur die Hölzer auf eine gewisse Länge geschnitten, angespitzt, reingehauen mit dem Hammer und das Stroh drum drauf gemacht, so dass halt möglichst keine Luft durchkommt und dann von außen hier noch mal ein paar Äste gegengelehnt. Schön ist, wenn du Bambus hast, kannst du das damit schön bauen. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, du spinnst doch, ich kann doch nicht überall solche Konstruktionen hinbauen. Absolut richtig. Das heißt, diese Sache eignet sich vorneweg schon mal nur für kleine Pflanzen und für Bereiche, wo du eine offene, große Fläche hast, wo kein Schutz ist. Um nachhaltig jetzt hier vorzugehen, weil der Baum wächst ja, du kannst nicht ständig solche Konstruktionen bauen, würde ich dann auch gleich hier hinten noch was hinpflanzen. Also irgendwelche Büsche. Irgend auch vielleicht einen Baum, der so ein bisschen hier so, ne, so einen Schatten drüber wirft. Und dann kriegst du einen natürlichen Mikrokosmos. Jetzt ein Beispiel für den natürlichen Mikrokosmos. Also aus dieser Seite kommt die Sonne tagsüber. Wir drehen uns einmal rum Richtung Süden. Hier wäre wieder Argentinien. Und ihr seht, von hier kommt dann die Kälte zu uns. Das heißt, hier ist ein natürlicher Mikrokosmos. Wir haben einen Schutzwall, wo der Wind schlecht durchkommt. Und wir haben Schutz durch ein Blätterdach. Ja, das hier so drüber ragt, das sieht man jetzt hier nicht ganz so gut aus der Kamera. Und hier in diesem Bereich, wo jetzt hier auch so eine Zitrusfrucht wächst und ein paar Papayas, hier hast du keinen Frost. Hier kannst du deine Mango hinsetzen. Ich habe das auch überprüft im Winter, ob das so auch wirklich stimmt. Ja, und es hat gestimmt. Hier war kein Frost und weiter vorne auf der offenen Fläche ist Frost gewesen. Wir können also festhalten, auch frostempfindliche Bäume können in Paraguay angebaut werden. Ich hoffe, euch war eine Kleinigkeit dabei. In diesem Sinne, alles Liebe. Und bis bald.